denke, dass wir in puncto Datensicherheit hier ein gesamtgesellschaftliches Phänomen haben. Ich bringe Ihnen ein Beispiel und das mache ich auch gern, vor allen Dingen, wenn Politik im Raum ist. Warum? Weil die Politik die Rahmenparameter dazu setzt. Wir hatten 2014 eine sehr große DDoS-Attacke auf unsere Bank. Das erste Mal offensichtlich rückten wir da in das Bewusstsein der Hacker und dann haben sich die gedacht, so, jetzt gibt es erst einmal eins auf die Nuss. Zahl uns so und so viel Bitcoin, auch ein Blockchain-Produkt, so und so viel Bitcoin oder wir belegen dich mit einer DDoS-Attacke. Aus versicherungstechnischen Gründen hatte ich die Rufnummer der bayerischen Polizei gewählt und habe gesagt, hier ist also der Vorstandssprecher der Bank so und so, es war am Freitagabend 21 Uhr. Wir haben hier eine Attacke. Die Antwort der Polizei war, wir schicken einen Wagen. Man kann leicht nachvollziehen, dass ich mich nicht ganz verstanden gefühlt habe. Ja. Und musste dann nochmal erläutern, wir sind eine Internetbank, es ist keine physische Attacke und der Wagen bringt mir gar nichts, weil dann schauen wir zu dritt auf den schwarzen Schirm. Und insofern, ja, dann bekommen Sie die Internet-Cyber-Security-Einheit, die sich dann 5 Tage nicht meldet. Das ist also der eine Punkt. Ja? Und es gibt auch kein Cybercrime in der Strafverfolgung an der Ecke, zumindest damals nicht. Das ist der eine Punkt. Unternehmen müssen natürlich alles tun, was machbar ist, um hier die maximale Sicherheit zu bieten. Nur weil das jetzt übers Handy läuft, ist es nicht weniger sicher oder mehr sicher, als wenn eine Filiale, die auch über IP-Adressen über ihre Rechner angesteuert wird, genauso im Netz ist. Das ist ja Trugschluss zu glauben, dass die Filiale nicht online sei in ihrer Kommunikation. Die ist genauso online wie ihr Rechner zu Hause. Also insofern ist hier wirklich jeder gefordert, das Maximum einzubringen, insbesondere einer, der Kunde. Weil die größte Angriffsfläche einfach der Kunde ist.